Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Transport Fever 2. Und wir haben das letzte Mal ja kräftig aufgeräumt in Sachen Fahrzeuge und ausgemistet, damit wir mal wieder ein bisschen Geld einsparen. Und während ich so dann weitergemacht habe, offline, also ohne aufzuzeichnen, weil sonst wird es ein bisschen langweilig mit der Zeit, ist mir dieser Bahnhof aufgefallen. Der ist etwas zu kurz, wie man vielleicht so sehen kann, und vor allem er ist sehr, sehr überfüllt. Ja, da müssen wir aber noch einiges tun, weil der ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Aber um das zu verlängern, müssen wir hier einiges abreißen. Das haben wir aber erst so liebevoll gebaut. Ja, hilft nichts. Das muss alles weg. So. Sonst geht es nicht mehr. Da muss einiges weg. Hier die Brücke auch. Da müssen wir aber jetzt auf Stopp machen, weil sonst wird es nichts mehr. Sonst machen wir so viel kaputt. So, da muss auf jeden Fall erstmal die Straße weg. Ist klar. Alles weg hier. So. Ja. Dann muss das hier weg. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das am besten machen sollen dann. Wir müssen hier irgendwie bekreuzen. Wird noch sehr tricky werden. So, und dann jetzt zum Bahnhof selber. Da machen wir hier mal konfigurieren, ist klar. Und dann wieder unsere Ansicht von oben. Und zwar Güter, Plattformen. So, 1, 2. Und dann gleich die Gleise noch dazu. 1, 2. Gut, das passt. So, und jetzt die Straße. Ich würde sagen, halt, da fehlt ein Gleis. Warum fehlt da ein Gleis? Das geht nicht. Achso, wegen der Autosave. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Komm, mach hinne. Machst du das Autosave? Komm. Genau, hat er gemacht. Sehr gut. Also, wir müssten jetzt praktisch hier rüber und die Straße noch irgendwie vorbei. Also, ich würde sagen, die Straße könnten wir auch unter Tunneln hier. Aber das mit der Schiene, puh. Ich weiß gar nicht, kann man dann eine Brücke über den Bahnhof bauen? Habe ich noch nie probiert bis jetzt. In Transport Fever. Mal gucken. Was er macht. Das würde gehen. Ha, das würde funktionieren. Schauen wir mal, so vielleicht. Okay, Eisen. Ah. Schade. Das war jetzt leider nicht gut. Nochmal. Genau. Würde funktionieren. Schau, schau, schau. Jetzt müssen wir nur gucken. Ja, anschließend müssen wir es auch noch irgendwie da drüben auf der Seite. So vielleicht, ja. Dann können wir gleich die andere Brücke da drüben austauschen, sehe ich gerade. Das ist nämlich keine Eisenbrücke, das ist nur noch eine... Nee, das ist Beton jetzt, oder? Eisen, Beton, ja wurscht. Auf jeden Fall müssen wir die austauschen. Und... Da kommt noch ein Depot hin. Was ist mit dir jetzt mit der Straße? Warte mal, die Straße könnten wir, wie gesagt, untertunneln. Mal schauen, ob das Spiel das jetzt zulässt hier an dieser Stelle. Oder ob sie sagen, nee, du so nicht. Genau. Dachte mir fast schon. Ah ja, so wird's gehen. Dann machen wir den Tunnel halt hier, ist ja wurscht. Wie viel Tunnel gibt der mir? So. Nee. Nee, so machen wir's so, genau. So ist gut, glaube ich. Und jetzt hier rüber. Bisschen optimaler vielleicht, so. Und dann würde ich sagen, hoch.
Nein, nicht so hoch. So, ja. Und dann hier schön anschließen. Problem ist jetzt nur die Straße. Aha, da. Genau. So, jetzt müssen wir kurz mal Play machen, damit die mal sich wieder alle einfinden hier. So, genau. Für die Straße überhaupt eine langsame, oh Gott, nee, das geht nicht. Wir machen gleich mal hier erneuern. 80 vielleicht. So eine Landstraße. Okay. So. So, genau. So, der Zug ist, ja, jetzt müssen wir warten, bis alle wieder sich da gefunden haben. Der Zug muss auch noch passieren. Hört. Aber es sieht doch eigentlich ganz okay aus, oder? Würde ich sagen. Einigermaßen, würde ich sagen. Ja, kann man lassen. Könnte auch in der Realität so sein, würde ich mal sagen. So, da hinten können wir mal kurz ein Depot hinsetzen. Okay. So, was ist es mit euch? Genau, sehr gut. Dann machen wir die Straße weg. Jetzt ist der verlängert hier, der Bahnsteig. Sehr gut. Jetzt kann nämlich der auch mehr Waggons mitnehmen. Die hat er auch nötig. Wir machen mal hier ändern. Machen wir eine zugstärkere Maschine. Nehmen wir mal die da, die Lok, genau, und dann nehmen wir das da. Ja, 150 müsste mal reichen. So. Also wie gesagt, ich habe offline schon einiges umgebaut in Bezug auf die, nicht umgebaut, sondern ausgetauscht, muss man sagen, damit da nicht so langweilig wird das Ganze. Und jetzt, glaube ich, sollten wir wieder ein bisschen mehr Spielraum haben. Na komm. Mal schauen. Ah ja, okay. Gut. Ja, hier ist unsere wichtigste Strecke nach dem Güter. Was ist denn hier los? Ah, da ist auch wieder einiges im Argen. Ja, da müssen wir was tun, glaube ich. Das ist wieder so, ach, das ist noch eine alte Geschichte hier. Ja, die geht gar nicht mehr. Ändern, ja, da müssen wir was machen. Die verhungern ja alle. So, dann machen wir hier nochmal. Oh, was ist das jetzt hier? Nee, warte mal, langsam. Offener Güterwagen. Ah ja. Der soll. Genau, und der soll aber was mitnehmen? Kohle. Dann nehmen wir doch mit dem da, oder? Geht da auch. Genau. So, nehmen wir mal das da. 6 Stück. So, bist du jetzt? Der fährt doch hier immer noch so komisch kreuz und quer, oder? Der fährt doch. Genau. Hamburg Steinbruch, Berlin Ziegelfabrik und dann nach Amsterdam zurück. Wir könnten auch noch einen zweiten Zug einsetzen hier, würde ich mal sagen. Würde nicht schaden. Ja, da müssen wir langsam was tun. Der Brotzug, genau. So, der wird jetzt langsam befüllt hier mit Steinen. Ziegel, wo kommen die denn Ziegel her? Ach, von hier, ja.
Ja, die kann auch noch mitnehmen, ist ja klar. Aber ich glaube, ich setze da noch einen extra Zug ein. Nur mit Steinen vielleicht. Kurz überlegen. Ah, das ist der Passagierzug, ja, ist klar. Das ist okay, der geht so nichts an. Ne, da machen wir doch wirklich noch einen, der hier nur die Steine abliefern. Da müssen wir aber Ausweichgleis, ja oder nein? Tja, das ist die Frage jetzt, gell? Ausweichgleis oder nicht? Und wo kommt eigentlich der Zug her, den wir jetzt da draufsetzen wollen? Komme ich in Depot? Ach, von dem da vielleicht. Genau. Fahrzeuge kaufen, dann würde ich sagen, nehmen wir doch den da, natürlich, ist klar. Und dann nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das muss reichen. 120 können wir auch nehmen, ja. Und zwar eine neue Linie. Und die heißt dann Stein. Ziegel und dann bitte von hier. Hallo? Aber geht so gut jetzt hier? Nein, ist mir klar. Also. Verarschen jetzt hier das. Warte mal, Steinbruch. Da. Da musst du hin, genau. Und dann brauchen wir hier bitte eine graue Farbe, wenn es geht. Genau, und du machst bitte da mal das weg und machst hier bitte Berlin Zug 2, glaube ich, ist das dann, oder? Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob der hier fährt. Oder ob der Probleme macht, der Zug. Hätte er schon? Nee. Moment, wo ist der? Wo bist du? Warten auf freie Wege, auf welchem Weg willst du denn warten, bitte? Worauf wartet der jetzt? Ach, auf den da oben wahrscheinlich, oder? Jetzt komm. Nee, immer noch nicht. Warum fährt der nicht? Wo ist dein Problem? Du kannst ruhig rauskommen. Also von dem soll es nicht liegen. Ach, wegen dem da wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Wegen dem Passagierzug? Natürlich jetzt sehr, sehr merkwürdig. Jetzt komm. Jetzt fährt er. Ja, tatsächlich. Okay. Gut, dann muss er jetzt ganz darüber. Muss jetzt hier reinfädeln. Ja. Und dann hier rüber praktisch, weil der ja. Genau, der muss hier halten, ja, richtig. Genau. So. Genau, da muss der hin. So, sehr gut. Und dann hier hin.
Es ist kacke. Das ist nicht gut, wenn wir dann extra Strecke machen, weil sonst fährt der leer. Das ist blöde. Warte mal. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist doof. Warte, dann machen wir es anders. Dann nehmen wir jetzt die Linie löschen. Achso, Fahrzeug auf der Linie. Ja, ist ja gut. So, wie kriege ich den jetzt darüber? Ich möchte ihn gerne auf der anderen Linie setzen. Hallo? Linie verwalten, genau. Du sollst dann praktisch die daneben, genau. Warte auf freie Wege. Das kann ich aber nicht löschen, weil da Fahrzeug auf Linie, genau. Oh Gott, wie war jetzt das? Linienstatistik? Nee. Fahrzeugmanager, da. Züge. Wo ist der Zug? Da Stein. Nee, nicht Minsk. Da. Und du bekommst eine andere Linie. Linie zu weisen, genau. Und du bekommst bitte die andere, die Stein. 1er bekommst du. So, weil die 2er nicht mehr raus. Zweier nicht mehr raus. Doch anders überlegt. So. Ja gut, der hat aber dann keine Ziele dabei, ist mir schon klar. Das macht aber nichts, das ist okay. Das soll jetzt nicht stören. Das ist nicht so schlimm. So, was ist mit dem hier? Den bekommt er jetzt mit. Das ist unser einziger elektrischer Zug bis jetzt. Ah, der wird bald voll. Das passt. Gut, wunderbar. Ja, ob sich das hier lohnt, weiß ich noch nicht. Nee, lohnt sich so nicht. Warte mal, viel zu viele Waggons. Da würde ich sagen, machen wir mal wieder welche weg. 1, 2. So, man geht schneller. So, gut. Gut. Okay, das haben wir jetzt gemacht, passt. Was ist hier oben? Oh, Brot. Was ist mit dem Brötchen los, meine Lieben? Nimmst du die Brötchen mit? Ja, sehr gut. Gut. Also, was war mal unsere Ursprungsidee vor ein paar Folgen? Wir wollen hier eine zweite Bäckerei hinbauen, hier, damit wir dann das Brot hier rüberliefern können mit der Fähre. Und dann im Gegenzug Treibstoff hier rüber. Die Frage ist jetzt, hat in der Zwischenzeit das irgendwas gebracht mit dem Öl hier? Weil sonst macht das alles keinen Sinn. Okay, der ist voll ausgelastet, der auch, aber das dauert noch ein bisschen anscheinend. Und hier, ja, geht so. Okay. Und du? Ja, könnte eigentlich auch noch ein bisschen mehr vertragen. Und jetzt, hier drüben. Ja, die haben nur ein Ölfeld, beziehungsweise eine, das hier, das ist ein bisschen zu wenig. Hm, verstehe. Okay. So. Das passt. Ah ja, der wächst hier schön, sehr gut. Gut. Der kriegt keine. Ja, es kommt davon, wenn man hier alles aufrüstet, dann wird es hier irgendwann mal eng werden hier. Mit unseren Bahnsteigen hier. 275.
130 drauf. Ja. Der muss doch was tun, ne? So, der hat auch schon volle Kapazität, das passt. Trotzdem kommen wir nicht ins Plus. Das gefällt mir nicht, dass wir nicht ins Plus kommen. Muss ich wieder mehr hier einsparen? Was ist denn los? Muss ich wieder mal in die Statistik mich hier hineinversetzen? Wo habt ihr euer Problem? Da ist natürlich die Hölle los hier. Oh, das sind aber viele. Oh, das, ja, das ist noch einer von denen, ich nicht gesehen habe. Das geht natürlich gar nicht. 14. So, du kommst weg. Auch. So. Ich bin alle im Stau, was ist da los? Ist das noch eine alte Straße oder was? Machen wir den mal ein bisschen moderner, damit die hier mal schneller vorwärts kommen, die Leute. So. Okay, schauen wir mal ausgebaut auf 80. Mal schauen, was das bringt. Wahrscheinlich nicht. So. Ja, die müssen da ganz weit rein, glaube ich. Die müssen hier irgendwo. Wo ist denn da die Station? Da, da ist er, genau. Naja, was ist mit euch hier? Prodrom, ja, das. Finanzen. Ja, reicht immer noch nicht. Ist immer noch zu viel, würde ich sagen. Noch mal ein weniger. Irgendwann haben wir schon die Schmerzstelle. Okay. Gut. Ja, man merkt, es bleibt nichts erspart. Da, Marseille, was ist nämlich hier los? Da haben wir auch einiges gemacht hier. Sachenverkehr, Personenverkehr. Auch ersetzen, glaube ich. Das ist auch noch alles zu langsam. Die sind alle so langsam unterwegs hier, diese Züge. So. Genau. Was sind denn hier nochmal diese Liste in Sachen Züge? Ja, da müssen wir einiges investieren. Ich sehe schon. Oh, was ist das? Das ist auch noch ein alter hier. Stockholm hier. Meine Fresse. Den können wir auch gleich mal ersetzen. Ja, das ist ersetzen, kostet natürlich sehr viel Geld, ist klar, aber nur so geht's.
Stück für Stück. Vielleicht haben wir einfach zu viel jetzt in der letzten Zeit gebaut und neue Strecken gemacht und es rächt sich jetzt natürlich irgendwann mal. Aber wir schaffen schon den Turnaround. Keine Panik, wir werden hier nicht pleite gehen. Das ist nicht unser Ziel. Aha, jetzt was ist da los? Ja, 43, ja gut, okay. Das wollen wir hier alle nicht. Okay, das passt. Schau mal den Zug an hier. Meine Herren. Der schaut aus. Das ist aber einer der günstigsten hier noch, oder? Auf der Strecke, weil macht sogar ja, ein bisschen. Gibt's gar nicht mehr, glaube ich. Auswählen. So. Luxemburg, das ist auch okay. Hat sich auch ganz schön gemacht, der Luxemburg, meine Herren. Seitdem da mehr Passagiere durchfahren. So, das passt. Was haben wir noch hier? Eisen, was ist denn das da für ein Zug? Junge, Junge, Junge. Ne, die haben noch die alten, gell? Offene Güterwagen, ja. Okay. Nehmen wir mal die neuen. Natürlich gleich eine neue Lok dahinter drin, das ist auch klar. 4, 5, 6, 7, 8. Schon wieder eine Folge vorbei. Wir haben wieder nichts gemacht. Tut mir leid, aber es ist nun mal wichtig, dass wir hier wirklich alles hier berücksichtigen. Das ist mit dir hier. Ja, das sind hier noch die ganz alten Züge. Irgendwann mal fressen uns die Kosten auf, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Aber naja, wir warten ab. Okay. Solange wir positiv sind, ist alles gut, würde ich mal sagen. Okay. Ja. Wieder mal eine Folge erneuert. Ja, was würde ich sagen? Wir werden hier so ein Thumbnail suchen. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Mal gucken. Echt nicht einfach momentan. Was nehmen wir denn da als Thumbnail? Mal überlegen. Ja. Was könnten wir denn da nehmen? Oh, was ist da los? Ah ja. Die nehmen wir jetzt auch noch mit. Weil ich gerade dabei bin. Warte mal, das sind noch die alten Dinger, oder? Zufügen und bitte der da. So. Genau, dann geht es ein bisschen schneller vorbei. Okay, ja, ich suche ein Thumbnail. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschö.